Wir sind die Handwirtschaft aus Salzburg und wir bauen CBD an. Die ältere Generation ist ja noch ein bisschen, wie sagt man, beeinflusst von damals. Aber mittlerweile haben sie verstanden, um was da geht und dass wir CBD anbauen und dass es einfach ein Naturprodukt ist, was nicht zwingend schlecht ist. Grundsätzlich, wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb und das ist unser Urprodukt. Das ist unser Pink Mandarini. Das ist unsere Bestseller-Sorte und genau, die ist dann eben im April eingesetzt worden und schaut jetzt mittlerweile schon so aus. Pink Mandarini ist halt eine Terpenbombe und geht in die Zitrusaromen und bildet auch schöne pinke, lilane Buds aus. Die fängt im August zum Blühen an und wird dann Ende September geerntet. Also Ernte ist schon immer ein Prozess, aber in einem Monat kriegen wir das alles gut durch. Wir haben angefangen, CBD anzubauen, um einfach die Qualität am Markt positiv zu beeinflussen, weil einfach am Markt leider 80% der CBD-Produkte bzw. Blüten einfach ja, nichts mehr mit Natur zu tun haben.